Zeitblende 1966. Das Konzept ist etwas ganz Besonderes. Ja, ich denke, das ist einzigartig, weil wir uns bemühen, auch die Zeitgeschichte so ein bisschen in den Blick zu rücken. Wir haben ja mit unserer Baugruppe Marktplatz Rheinland natürlich auch den Sprung geschafft, nach dem Krieg die Gebäude oder in der Zeit nach dem Krieg die Gebäude zu zeigen. Wir wollen die bis in die 90er Jahre hinein präsentieren, auch mit dem Interieur, mit Familiengeschichte, mit Wirtschaftsgeschichte. Das heißt, wir kommen auch ganz nah an Ihre Geschichte heran. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Zeitreise in das Jahr 1966, hier und heute im Freilichtmuseum Kommern. Martina, du hast deinen Mann dabei, aber wenn der jetzt nicht hier sitzen würde, wer von den Beatles sollte hier sitzen? Ringo, you are my star. Okay. Kiss me, Paul. Wunderbar. John, ich liebe dich. Sie sind der Ehemann, oder? Ich bin John. I love you, George. Heute dürfen wir uns küssen. Aber was gehört zu einer Schatzinsel? Eine Schatztruhe. Genau. Es dürfen auch gerne noch weitere Kinder dazukommen. Und ich bin der Oberpirat. Ich sitze erstmal auf meiner Schatzkiste. Oh, oh, das Leben ist schön. Ich komme mal mit einem ganz merkwürdigen kleinen Ding zu Ihnen. Was könnte das sein? Palminenspitzer. Den hatte ich in der Ausbildung noch. Ja, also das ist, Sie behauptet, das sei ein Palminenspitzer. Das ist alles falsch. Es handelt sich hierbei um eines von vielen, einen von vielen Steuerknöpfen aus der Schaltzentrale der Raumpatrouille. Raumpatrouille Orion. Eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste Serie, die es jemals gegeben hat. Ich habe mich auf Mode oder Originalmode der 20er bis 70er spezialisiert und zeige hier natürlich Mode von 1966. Wir zeigen Ihnen heute Sommermode und Wintermode und fangen hier mit der Sommermode an. Ein langes sommerliches Abendkleid in Schwarz-Weiß-Kontrast mit passenden Schüchen. Marie zeigt uns, dass es zu der Zeit durchaus auch Hosen am Tag getragen werden konnten. Bequeme Mode. Die Anina zeigt uns auch ein sommerliches Tageskleid mit einem ausgefallenen Blumenmuster. Nun zeigt die Geri auch noch ein wunderschönes winterliches Kleid, auch aus Wolle mit langen Ärmeln. Die erste Show, die war mit Tagesmode. Jetzt würde ich Ihnen gerne wunderschöne Abendkleider zeigen. Und für den ganz großen Abendauftritt zeigt uns Bianca das große weiße Abendkleid. Zu dieser Zeit konnte man auch gerne abends eine Hose tragen. So, Alessandra zeigt uns ein schmaragdgrünes Abendkleid oder Cocktailkleid. Ganz toll, meine Damen und Herren, wie Sie mitgehen mit dem Applaus. Sie unterstützen unsere jungen Models dabei. Dankeschön. Ja, grüß Gott, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was bin ich? So, und jetzt möchte ich Ihnen erst einmal den Herrn Bernd Fiesel vorstellen. Wenn Sie dann so nett wären, Herr Fiesel, und mal eine typische Handbewegung machen würden. Das gelbe Schweinderl für Herrn Fiesel. Und dann beginnen wir mit dem Ratespiel dran. Muss man für Ihre Tätigkeit eine Ausbildung absolvieren? Ja. Könnte Ihr Beruf auch von Frauen ausgeführt werden? Nein, also das kann man ganz eindeutig mit einem Nein beantworten. Könnte Ihr Beruf von jedermann ausgeübt werden? Nein. 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 Wir haben eben schon Frauen ausgeschlossen. Kann ich mit Ihrem Produkt mein Haus verschönern? Nein. Der Stellmacher kommt vom Gestell. Das ist so, ich habe Ihnen hier so einen Radausschnitt mitgebracht. Dieser Steckzapfen für die Felge ist aber rund. Und darüber kommt dieser Zapfenschneider. Und jetzt meine typische Handbewegung für das Abdrehen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ah ja, also man könnte es doch bei der Schwiegermutter auch einsetzen. Ja.
nächstes Jahr. Ja, okay. Okay. Tschüss.